Moin liebe Kommandofreunde und moinsen liebe Raketenjünger. Wir sind's wieder, ja, euer Raketenjanse und meine Wenigkeit, der gute alte Marcel. Und wir heißen euch herzlich willkommen heute wieder bei uns auf dem Channel NES-Kommando. Herzlich willkommen bei NES-Kommando. Ja. Heute, ihr seht es, ja, wieder mal aus der Raketenzentrale. Und das hat folgenden Grund, ja, ihr habt es schon im Thumbnail und so gesehen. Was machen wir heute? Wir haben Post bekommen aus Dortmund. Der gute Maniac, der Retro-Maniac Dennis hat uns mal wieder über Wochen was gesammelt von unseren wöchentlichen, monatlichen Deals. Und ja, jetzt kam ein großes Paket. Wir sind beide gespannt, was drin ist, weil typisch für uns beide haben wir vergessen. Also ein paar Sachen weiß ich noch, ja. Aber wie beim letzten Mal auch. Wir haben wieder über Wochen hinweg, vielleicht über Monate, immer wieder ein bisschen was gesammelt. Der Maniac hat von uns auch Post bekommen. Der packt nachher aus, ja, und den schnibbeln wir nachher wieder schön rein. Und dann lass uns doch einfach mal gucken, was heute im Paket drin ist. Aber erstmal, Finger weg, erstmal schon das Intro. Oh, ich bin gespannt. Ich freue mich. Du bist neugierig, ne? Ja, klar. Ja, pass auf, dann mach doch mal auf einfach. Ja. Du darfst heute aufmachen. Ja, ich fange heute einfach mal an und hol das erste Spiel raus und teile das zu. Super Maltbier, Alter. Es knistert ein wenig. Willst du mit dem Highlight anfangen? Ja, klar. Ja. Die Folge muss mit dem Highlight anfangen. Und deswegen ein Highlight für dich. Geil! Splatterhouse 2 fürs Mega Drive. Da freue ich mich richtig drauf. Das habe ich auch nicht vergessen, muss ich zugeben. Folgende Story hinter Splatterhouse 2. Und zwar kommt das von Press Start Games. Die hatten das letztens in der Auslage. Und Dennis hat das irgendwie gesehen. Und ob er sich Schutzhüllen da bestellt hat, glaube ich, oder was weiß ich. Oder vielleicht noch was anderes, was auch hier drin ist. Mal sehen. Und der hat gesagt, ey, guck mal, Splatterhouse, das suchst du schon so lange. Ja, geilo. Complete, ne, Splatterhouse 2, ich bin ja ein alter Splatterhouse-Fan. Ja. Und such das echt schon lange. Ich gucke eigentlich immer mal wieder und das Ding wird immer teurer. Mhm. Auf Börsen kannst du das schon gar nicht mehr bezahlen. Da geht das bei 80, 90 Euro nachher schon los und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich habe jetzt hier einen schlanken 50er bezahlt. Das war noch drin von meiner Geburtstagsknie. Und habe Splatterhouse 2 in meine Sammlung aufgenommen. Hammergeil, finde ich richtig nice. Geil, habe ich richtig Bock drauf. Joa, Splatterhouse muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Ne? Ist halt so ein klassischer Brawler eigentlich, bloß halt sehr gory. Sehr gory, sehr Splatterhouse-ig halt. Ne? Genau. Ja. Von Namco, lüge ich? Nein. Genau, von Namco und hier für die Mega Drive-Version. Geil. Cool. Ich habe bis vor ein paar Wochen gar nicht gewusst, dass es da PAL-Sachen zu gibt. Ich dachte, die werden hier sowieso alle nicht erschienen, wegen der Gorigkeit. Aber ich glaube, dass Splatter... Ich weiß es jetzt nicht 100 pro, aber ich glaube, dass hier für das Mega Drive nur Splatterhouse 2 im PAL rausgekommen ist. Okay. Mag mich irren, aber ich... Also eins suchst du noch? Eins, ja, wenn es eine PAL-Version gibt, ja. Okay. Drei habe ich ja leider schon an Dennis gegeben. Ja. Die ist nicht mehr da. Okay, machen wir mal weiter. Yeah. Also diese Kiste, diese Tasche gehört, glaube ich, mir. Weil die habe ich letztes Mal an deinem Geburtstag Dennis mitgegeben. Aha, mit und er hat sie wieder gefüllt, oder was? Ich hoffe mal, er hat sie wieder gefüllt. Bin ja mal gespannt, was da drin ist. Ja, bin ich auch gespannt. Eine Tüte in der Tasche. Ist das meins? Kriegst du vielleicht einfach deine Sachen zurück? Oh ja, ist meins. Also, ja, doch mal raus. Ja, da ist schon wieder Crap mit drin. Ach so. Also, das ist ein Spiel von mir. Das habe ich ihm mitgegeben, damit er sich die Hülle rausnimmt. Kann. Dennis, hast du das vergessen? Du wolltest eine japanische PS2-Hülle haben. Hier ist sie. Warum hast du sie denn nicht genommen? Ach, ja. Oder, naja. Dann also das ist dein Mal. Altes Eigentum, das ist zurückgegeben. Ja, gut. Das habe ich Ihnen extra mitgegeben. Next. Denn was wir... Ich weiß gar nicht, ist es in dieser Folge mit drinne, die Sachen? Okay, nee, die sind schon draußen. Diese Folge gibt es schon, die könnt ihr euch hier oben angucken. Nee, hier oben. Hier oben angucken. Ja. Und zwar hat der Maniac vor einiger Zeit einen richtig coolen Mega-CD-Lot gekauft. Hammer. Und für richtig günstig Geld konnte er seine PAL-Sammlung richtig pushen. Und hat da, glaube ich, schon 50% der ganzen Sammlung also auf einmal. Richtig geiler. Richtig Ball. Cooles Zeug. Ich hatte mir auch zwei, drei Spiele da bestellt. Leider waren zwei davon von der Qualität so schlecht, dass wir die haben zurückgeben lassen. Und der Verkäufer war auch so nett, hat sie zurückgenommen, weil die CDs einfach zerkratzt waren. Mhm. Und gerade bei diesen Mega-CD-Sachen ist es ein bisschen schade, weil da ist die Haltbarkeit. Ich weiß nicht mehr, ob die so lange noch gegeben ist, bei diesen ganz alten, frühen Sega-Sachen. Die Stichwort haben ja so Discrot und so. Ja, genau. Die Spiele, die ich zurückgegeben habe, waren Time Gal und ein anderes. Ich weiß es nicht mehr. Ein Spiel, was ich aber auf jeden Fall haben wollte, und zwar auch deshalb, weil der Soundtrack so ultra geil ist und man den ja auch in einem CD-Play hören kann, ist Echo the Dolphin.
was halt ja einen CD-Soundtrack in dieser Variante hat. Ich glaube, das Spiel ist es viel anders als die Mega Drive-Version, das weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen aufgebohrt. Ja, so. Aber hat einen richtig schönen Soundtrack. Man hört immer wieder, wie toll der ist. Ich kenne so ein, zwei Lieder, die bei mir auch im Auto laufen und die mag ich sehr. Ich habe selber nämlich kein Mega-CD. Ich warte noch, bis ich mal irgendwann bei unserem örtlichen Händler den Multimega absnatchen kann, aber bis dahin höre ich mir erstmal die Musik von Echo the Dolphin an. Ich meine, ich habe... Also zum Spielen soll es arg schwer sein. Ja. Selbst die Mega Drive-Titel sind schon ganz schön bockschwer. Was ist hier Sega-mäßig los heute bei uns, ey? Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich... War auf jeden Fall recht günstig. Lass es ein Zehner gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber der zweite Teil übrigens ist extrem selten und teuer. Also davon gibt es noch einen zweiten Teil. Tides of Time heißt er, glaube ich. Ja, ich bin mir sicher. Ja, es gibt auch einen PlayStation 2 Ableger noch. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Tides of irgendwas. Okay. Aber naja, machen wir mal weiter. Ich grab hier mal eben was. Das ist ein Bundle Gamer Games. Die müssen wir euch eigentlich gar nicht zeigen. Das sind zwar schöne Sachen, aber die gehen alle an Dirk. Und deswegen... auch sowas wird natürlich hier mit verschickt. Okay. Die nächsten beiden Sachen sind für mich auf jeden Fall. Ja, bitte. Und da danke ich. Was ist das? Ja, erstmal sage ich, was es ist. Es sind zwei Multicards für NES. So 80 in One und ja, so Fernost. Fernost Piratenkarte. Mit sehr hochwertig aufgeklebtem Labelsticker auf. Sehr gerade. Da haben die sich richtig Mühe gegeben, die hier aufzukleben und so. Ein 72 in One und ein 80 in One, die kommt vom guten Martin von Back to the Pixels. Der hat mir die geschenkt einfach. Oh. Ja, und da sage ich doch nicht nein. Also er hat mir sie vor einiger Zeit schon mal angeboten. Ne? Also vielen Dank, Martin, auf jeden Fall. Und da habe ich ihm gesagt, aber auch, weißt du, ja, irgendwie, ich habe davon ja nur auch inzwischen schon einige. Und ja, was da so drauf ist auf dem Bild, das sind auf jeden Fall super originale Nintendo-Sachen drauf. Also Mario sehe ich hier, Duck Hunt, Donkey Kong. Das kann sein, dass sie drauf sind. Nintendo ist bestimmt hoch erfreut, dass es diese Produkte gibt. Ich finde das total geil. Also zwei Multicards von Martin, vielen Dank. Und das nächste sehe ich schon, das ist auch von Martin. Das ist natürlich jetzt mal hammerfett. Und zwar, ach, wisst ihr was, Freunde? Das ist so geil, das zeigen wir euch, nachdem Dennis seine Pickups gezeigt hat. Ja. Also, kleiner Cut und ab zum Maniac. Mahlzeit, auch ich begrüße euch recht herzlich natürlich zu unserem Unboxing. Und ja, ich habe das Paket schon mal aufgemacht, damit es etwas schneller geht, denn unser Boss hat mir gesagt, ich soll ein bisschen hinne machen, damit das Video für euch nicht wieder so lang wird. Ja, und ja, ich würde auch sagen, wir fangen sofort an. Das allererste, was ich sehe, freut mich schon riesig. Ne? Das ist nämlich ein Geschenk vom lieben Raketenjansel. Ich habe ja letztens angefangen, so ein bisschen, ein bisschen so mir Amiga-Spiele und C64-Games zuzulegen. Und er hat eins gefunden auf dem Flohmarkt: Turbocharge. Sehr geil. In OVP für 2 Euro. Hammer, ne? Und da hat er gesagt: Ey, das schicke ich dir so for free. Hammergeil, ey, freue ich mich riesig drüber. Oh, da fliegen mir schon fast die Disketten entgegen. Und da muss ich mal eben durchgucken. Die packe ich mal weg. Und da ist das Turbocharge. Ja, für die Jüngeren unter euch, die kennen das vielleicht gar nicht mehr, ne? Früher gab es die Spiele auf solchen Disketten. Ja, Disketten. Und es gab sogar Kassetten. Ja, Spiele auf Kassetten. Wie krank ist das denn? Von 1991 das Game. Und hier ist auch noch eine... Ja, was mag das wohl sein? Ja, so eine Registration Card quasi. Sehr cool. Anleitung ist nicht dabei, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob eine dabei gewesen ist früher. Das ist auch bei den C64-Spielen heute gar nicht mehr so leicht nachzuvollziehen, was denn da bei gewesen ist oder nicht. Aber meistens lag da irgendwie was bei. Hier steht leider nichts drauf. Auf jeden Fall... vielen Dank, Jansel. Freue ich mich riesig drüber. Sehr, sehr geil. Als nächstes, ja, sehe ich ein paar Freebies von Marcel. Da freue ich mich auch mal riesig drüber. Habe ich schon mal erzählt, ne? Die Nintendo Schuber, wenn er da was über hat, schickt er mir die immer. Sehr geil. 4 Stück an der Zahl. Ja, ein paar brauche ich noch. Wenn das so weitergeht, Marcel, dann habe ich Ende des Jahres alle meine losen Module in Schubern. Sehr geil. Freue ich mich auf jeden Fall auch riesig drüber. Hier freue ich mich auch riesig drüber. Ist ein kleiner Insider. Ja, ist ein Furzkissen.
Das hat schon so, ja, seine Historie, ne? Das habe ich vom Hose, habe ich das bekommen, auf der letzten Retro-Börse in Oberhausen. Da lag das irgendwie in einem Paket, was er mir gegeben hat, mit drin. Und dann habe ich das dem Jansel geschickt. Der Jansel hat es dem Marcel ins Geburtstagsgeschenk gepackt und jetzt ist es wieder bei mir. Also, folgerichtig, muss es jetzt wieder zum Hose. Ja, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Hose, wir müssen irgendwie was tauschen oder so. Und apropos tauschen mit Hose. Ja, komme ich später zu, mache ich gleich. Jetzt mache ich erstmal dieses nette Ding hier. Es ist gut verpackt und ich weiß trotzdem, was es ist. Und zwar ist das diese geile Lampe vom lieben Tobi, die der Marcel euch letztens euch schon gezeigt hat in seinem in seiner Pickups-Folge. Und der Tobi, der ist so cool, der hat zwei gebastelt, zwei von diesen geilen Lampen. Also ich kann sie jetzt euch auf die Schnelle nicht zeigen, aber schaut euch einfach hier das Video an, was der Marcel da mit Sicherheit verlinkt und letztens aufgenommen hat. Hammerteil, Hammerding, ey, bin ich wirklich einfach baff. Ich habe es ja bisher auch nur in dem Video von Marcel gesehen und natürlich hat er mir auch ein paar Fotos geschickt vorher. Aber das jetzt hier so live zu sehen, das ist alles mit einem 3D-Drucker gemacht, ey, ist Hammer. Hammer geil, ey. Ja, werde ich auf jeden Fall gleich anschließen und mal gucken, ob ich das hier bei mir hinten irgendwie auf den Tisch platziert kriege. Dass ich das dann, ja, also auf jeden Fall schön irgendwo platzieren werde. Ob das jetzt hier auf dem Tisch ist oder hier vorne auf meinem Regal, weiß ich noch nicht. Aber es wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bekommen. Vielen Dank dafür, Tobi. Ey, hammergeil. Freue ich mich wirklich riesig drüber. Weiter geht's. Mal schauen, was wir hier haben. Ja, das ist sogenanntes Verpackungsmaterial. Das schmeiße ich mal auf den Boden. Und, ach geil, hier ist sogar noch ein Adapter bei, so ein Stromadapter für das Ding. Ich habe erst gedacht, ich müsste mein USB-Akku, den kann ich natürlich auch verwenden dafür, aber geil. Sehr cool, sehr, sehr cool. Vielen Dank nochmal an dich. So, weiter mache ich jetzt mit diesem Game hier. Und zwar hat der Raketenjansel mir das mitgebracht vom Mediamarkt. Und ja, und hat er letztens sich selber besorgt, das Game Kokoto Magic Circus 2 oder Kokoto 2 Magic Circus. Ja, hat er sich selber besorgt und hat gesagt, ich habe mal zwei mitgenommen, wenn du es auch haben möchtest für deine Sammlung. Er vermutet, dass das nämlich mal etwas seltener wird und so und meinte, 12,99 wäre eigentlich ein ganz guter Kurs dafür und wenn ich es haben wollen würde, würde er es mir mitschicken. Ja, habe ich ja gesagt. Und ja, ist halt so ein Lightgun-Shooter sozusagen. Und ich glaube oder befürchte kein besonders guter, aber es ist für mich eher ein Sammelobjekt. Also ich gehe jetzt nicht gezielt auf Wii U, aber irgendwie ist es schon ein System, was mich ein bisschen reizt aufgrund der Bibliothek. Ich habe jetzt so, ja, rund, wie viele Games habe ich? Rund 50, würde ich sagen. 50, 60 Games. Alles aber Spiele, die ich auch gespielt habe oder spielen wollen würde, außer jetzt vielleicht ein Kokoto 2. Ne? Aber ja, generell würde es mich reizen, aber ich, wie gesagt, ich gehe jetzt da momentan nicht wirklich drauf. Was haben wir denn hier noch? Ach. Hier haben wir die Mortal Kombat Shaolin Monks Anleitung. Die hat auch schon Historie. Da könnt ihr euch mal das Unboxing vom letzten Mal anschauen oder von einem der letzten Male. Ja, schön. Also ja. Es gibt eine Geschichte dazu. Die ist aber sehr lang. Die ist sehr lang und das Maurerspiel. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Und die Mortal Kombat Deception Disc. Sehr geil. Vielen Dank dafür. Das kam übrigens mal über ein Goodie vom Peter zu mir und dann zum Jansel, dann zum Marcel und jetzt wieder zurück zu mir. Ja, schauen wir doch mal, ob ich mit dem Peter habe ich einen Deal. Mal gucken. Und dann ein Furzkissen. Sehr geil. Ob es glaubst oder nicht, Dennis.
Das schenke ich gleich direkt meinem Sohn. Weiter geht's mit Sega-Goodness. Und ich fange mal hiermit an. Das habe ich letztens einmal schon kurz in dem Video gezeigt, wo der Marcel mit dem Tomaniac bei Crazy Games in Kiel gewesen ist. Und da gab es meinen aufwendigsten Clip bisher zu sehen in diesem Video, was ich jemals für das NES-Kommando produziert habe. Schaut es euch auf jeden Fall an. Und ja, Space Harrier 3D für ein Master-System habe ich noch gebraucht. Tatsächlich brauche ich die normale Version, also Space Harrier ohne das 3D, brauche ich tatsächlich auch noch. Und das ist eigentlich ein Unding, weil ich liebe Space Harrier. Und ich sammle ja für das Master System, aber ich habe dieses Spiel nicht dafür. Wie kann das sein? Also eigentlich kann das gar nicht sein. Und ich muss mir das auf jeden Fall demnächst mal zulegen. Aber wahrscheinlich lag es einfach daran, dass ich es irgendwie nie so für einen guten Kurs bekommen habe oder gefunden habe oder so. Aber Space Harrier auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Spiel, was man gespielt haben sollte, wenn man auf Retro Gaming steht. So. Und dann kommen wir schon zu den letzten zwei Games. Kleine Vorgeschichte dazu. Der Marcel hat letztens eine Mega Drive-Konsole vom Flohmarkt mitgebracht. Für wirklich kleines Geld. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viel es war. Ich weiß auch gar nicht, ob er das in einem Video gezeigt hat, wenn ich gerade ehrlich bin. Oder vielleicht kommt das noch. Oder vielleicht hat er es auch nicht gezeigt. Ich weiß es gerade nicht. Und der Verkäufer hat gesagt, er hätte auch noch Spiele und hat gesagt, er meldet sich dann. Und die haben Nummern ausgetauscht und Marcel sagte hinterher, weißt du, ey, dieses Nummern ausgetauscht, das führt meistens zu gar nichts. Da kommt meistens gar nichts bei rum. Und hat das schon abgeschrieben. Und irgendwann hat er sich dann doch gemeldet und hat ein Foto geschickt von zwei Games. Und ich zeige mal so das allererste. Das erste ist NHLPA Hockey 92, sorry dafür, 93. Ey, heute geht auch alles schief, was schief gehen kann. Ich sag mal, die Hülle ist eigentlich aus meiner Sicht, ja, die hat hier vorne so eine kleine Macke, aber die ist noch in einem relativ guten Schuss. Ne? Also Marcel, da habe ich Schlimmeres erwartet aufgrund deiner Zustandsbeschreibung. Ja, ich weiß, ich bin pingelig und du hast recht, ein bisschen stört's mich, aber... Gut, und das nächste Game ist, eins, also das habe ich natürlich schon gehabt in der Sammlung, ne? Aber das nächste Game habe ich noch nicht gehabt, und zwar ist es Road Rash 3. Wie geil ist das denn? Und wenn ich euch jetzt sage, was der Marcel dafür bezahlt hat, dann werdet ihr mir das wahrscheinlich nicht glauben. Er hat 10 Euro bezahlt und für die beiden Games zusammen. Ne, bei sich im Nachbardorf, und da ist er mal einen Tag, weiß jetzt gar nicht, ist auch egal, wann es war. Letztens auf jeden Fall ist er mal dahin gefahren und hat die Spiele dann irgendwann abends für mich abgeholt und hat mir die für 10 Euro weiter vermacht. Und Alter, danke dafür, ey. Gerade Road Rash 3 ist ein Titel, den man nicht häufig findet und der dann doch mal für ein bisschen mehr geht. Und deswegen freue ich mich natürlich riesig dafür. Dafür habe ich mir auch extra schon Platz gelassen in meinem Regal. Ne, hier habe ich, ihr könnt es gerade nicht sehen, ich kann es aber sehen, Road Rash, dann Road Rash 2 und daneben findet demnächst oder jetzt gleich Road Rash 3 Platz. Sehr geil, und das für 10 Euro ist Wahnsinn. Ich werde allerdings die Hüllen wahrscheinlich tauschen, weil hier drin der Anleitungshalter, ja, ich weiß, ich bin pingelig. Der Anleitungshalter hier unten ist weggebrochen und das ist er hier nicht. Gucken wir mal eben rein. Ja doch, ist mir gerade gar nicht aufgefallen, der fehlt auch. Aber hey, 10 Euro und vielleicht finde ich irgendwann mal eine geile Tauschhülle und dann passt das. So, ein letzter Check, alles weg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich gebe auf jeden Fall jetzt mit Vergnügen zurück zu Jansel und zu Marcel. Und sag mal, von mir aus, bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Das hat Hammer in sich. Das ist echt geil. Ist das auch von Martin, ne? Back to the Pixels Martin und so. Und der hat sich die Mühe gemacht und uns einen Bilderrahmen quasi gebaut. Bei Ikea gekauft. Ja, die Bilderrahmen hat er wahrscheinlich nicht gebaut, aber das Innere davon hat er gebaut. Ne? Also eine Trophy sozusagen. Ja. Für 1000 Abonnenten gratuliert er uns nochmal. Also lieber Martin, vielen, vielen Dank.
Das ist doch mal richtig geil. Das wird definitiv in meinem Game Room einen Ehrenplatz finden, sodass man es immer schön sehen kann und so. Und hammer nice. Kommt ich. Dann irgendwann neben dem offiziellen 100.000 Abonnenten von YouTube. Genau. Daran cool. ist das angelehnt. Also richtig geil. Ja, und echt cool. Vielen, vielen Dank dafür. Finde ich extrem krass. Fehlen mir echt die Worte so. Es wird... Ich kann ja mal an der Stelle ein bisschen was anteasern. Es gibt nämlich eine ziemlich geile Sache. Wahrscheinlich noch dieses oder Anfang nächsten Jahres werde ich einen neuen Game Room bekommen. Oh, und natürlich lasse ich euch daran teilhaben, Freunde, und zeige euch, wie ich das umbaue. Und natürlich werdet ihr den neuen Game Room auch sehen. Und da ist eine richtig schöne Art und Weise geplant, eben solche tollen Sachen auch gebührend auszustellen. So, und also vielen, vielen Dank dafür. Richtig geil. Und ja, ich bin echt sprachlos. Das muss man auch erstmal kriegen. Ja, finde ich halt, cool. Ne? Echt cool. Richtig, richtig geil. Coole Idee, coole Umsetzung. Richtig cool. So macht es auf jeden Fall extrem Spaß, auch Content für euch zu machen, wenn da so ab und zu mal jemand so hinlangt und sich dafür bedankt. Also machen wir natürlich gerne. Vielen, vielen Dank an alle nochmal. Auch wenn es jetzt ja schon hart auf die 1500 zugeht. Ja, das noch nicht, aber... Och, zwei, drei Monate, das ist... Wir sind auf jeden Fall dabei. Wir freuen uns, für euch weiter Content machen zu dürfen. Und ja, das war's heute schon, ne? Also Gaming-mäßig heute ja gar nicht so viele. Dennis hat natürlich einiges an Games auch abgesahnt. Aber ja, mein Highlight ohne jetzt mal nur Gaming bezogen natürlich, mein Splatterhouse, richtig geil. Ja, Hammer. Richtig cool. Geil. Ja, super. Was machen wir jetzt noch? Zocken, ne? Ja, wir zocken noch ein Ründchen. Wir lassen euch erstmal ein bisschen im Regen stehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir verabschieden uns vom Unboxing Today. Tschüss. Sagt tschüss, Raketen-Janse. Tschüss, liebe Freunde. Tschüss, guckt mal beim Jan rein. Ne? Also ihr wisst das, ne? Ihr kennt das, Verlinkung und so weiter läuft. Und dann guckt er beim Jan mal rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Das ist ja auch... Ja. Geil, wie confused einfach du auch warst. Das komische... Japanische Sachen riechen immer so. Muss man... Oder ist es, hat die einfach nur... Okay. Ich finde, wir riechen immer japanische Sachen. Meine Famicom-Games riechen auch ein bisschen so. Mhm. Ist kein Scheiß jetzt. Ja, Japaner riechen so. Und entweder hat er die jetzt getauscht und die ist kaputt, aber die ist nicht kaputt, oder? Ist ja so pingelig und sieht das hier als kaputt an. Das kann natürlich sein. Doch, das war's.